sprich, ihr habt Emeralds zu wenig oder nur noch einen und wollt von dem einen ein... Nein, jetzt ist es leer. Ein... Och, sagt mir doch. Ihr wollt zum Beispiel durch ein Emerald... Ach, Mann, jetzt häng ich. Ein Helm kaufen, ja, Beispiel. Und ihr habt nur noch den einen und der NPC bietet euch dann auch an, für 10 Chickens Diamant zu bekommen oder Emeralds zu bekommen. Kurzer Schluck aus meiner Dose. Ja, dann könnt ihr jetzt auch die 10 Chickens gleichzeitig reinlegen und bekommt die Emeralds wieder raus. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ich spiele auf normal, gut. Dann könnt ihr gleichzeitig mit 2 Items traden. Also das hat sich aktualisiert oder wurde upgedatet. Ich spiele den gleichen Fehler, so. Dann wurde noch hinzugefügt, dass... der Emerald Block. Ja, ganz normal wieder Diablock. Mit 9 Emeralds kann man sich dann einen Emerald Block bauen. Ist für Deko-Dinge... Oh, Entschuldigung, kleine Räusper. Wahrscheinlich recht gut. Und es gibt jetzt noch was Neues, oder 2 neue Sachen. Ja, dreimal auf Holz geklopft. Schön für dich. Sagt mir. Es gibt jetzt Stolperdraht. Das finde ich auch recht cool. Also ihr habt jetzt zum Beispiel eine Mobfalle oder so, ja, so eine Einwegfalle um euer Haus rum, wo ihr zum Beispiel Pistons auslöst und der Mob fällt rein. Dann tritt der Mob auf die... Was ist denn das? Was ist das Loch? Egal. Ja, der Mob, also der Zombie oder der Creeper oder was auch immer, treten da drauf und die Pistons gehen auseinander und unten drunter habt ihr halt Lava stehen. Dann wird es durch den ausgelöst. Da könnt ihr dann auch auf dem Server irgendwelche Fallen machen für die Mitspieler, wenn sie in euer Haus rein wollen oder so. Oder eine Alarmanlage bauen, je nachdem, was man dann da so machen möchte. Das ist cool, also die bleibt dann immer bestehen, der Stolperdraht. Und das ist auch, finde ich jetzt persönlich, eigentlich eine recht coole Idee. Habe ich da was gehört? Nein. Als weiteres wurde jetzt ein neues Gebäude hinzugefügt. Und zwar eine Ruine im Dschungel, wo 2 Fallen drin sind, wo ihr dann an Kisten rankommt. Die Fallen werden durch den Stolperdraht aktiviert. Das ist eigentlich recht cool gemacht. Die sehen auch recht cool aus, die... die... sagt es mir. Die Ruinen. Das ist dann eigentlich schon recht cool gemacht worden langsam. Also es kommen immer mehr und mehr Features rein, die richtig cool sind. So, 44 muss jetzt erstmal reichen. Ach, hast schon einen Block gemacht, habe ich gar nicht gehört. Und ja, das ist... Es entwickelt sich immer mehr und mehr. Und man hat jetzt auch einen weiteren Gameplay-Mode, oder einen Game-Mode. Nämlich den Game-Mode 2. Das ist dann der Creative... nicht Creative-Mode, das ist dann der Adventure-Mode. Sprich, ihr könnt jetzt Adventure-Maps in diesem Modus spielen und könnt... wirklich nur noch Objekte betätigen, die betätigt werden können. War jetzt nicht so der allerbeste Satz, aber ich glaube mal ein bisschen verständlich. Also ihr könnt keine Blöcke mehr abbauen oder setzen. Wirklich nur noch Schalter, Türen betätigen. Und das ist halt, finde ich cool, weil dann hat man nicht mehr so
die Möglichkeit zu cheaten in dem Sinne. Oder es wird vermieden, dass die Spieler anfangen zu cheaten und sich einfach einen Weg durch die Map cheaten. Jetzt so, 1, 2, hup. 1, 2 passt. Und das finde ich halt schon geil, aber es stand auch schon in dem Changelog, dass halt einiges noch an dem Game Mode geändert werden muss oder gearbeitet werden muss. Weil der ist jetzt halt frisch rausgekommen. Das war genauso wie am Creative Mode, dass halt da noch einige Sachen gemacht werden müssen. Aber so, die Idee finde ich eigentlich schon recht cool. Gerade für die Adventure Map Bauer. Dass man sich da wirklich keine Gedanken mehr machen muss, ob jetzt der Spieler sich einfach da durch die Map cheaten kann, sich Blöcke abbauen kann oder sonst irgendwas. Natürlich, er kann sich, wenn er Singleplayer-Commands etc. installiert hat, kann er sich natürlich in Creative setzen und das alles abbauen, aber ja, wenn man schon eine Adventure Map spielen will, dann sollte man das auch so machen. Dass man dann wirklich den Adventure Mode nimmt und nicht einfach denkt, ach ja, ich habe keine Lust, ich nehme jetzt doch einfach den Creative und tu mir das Leben leichter machen. Also das ist dann schon geil. Also da freue ich mich dann auch schon, wenn jetzt hier zum Beispiel Zombie oder Mr. Moor Game, ja, ich schaue mir diese Leute an, ihre Adventures spielen und wirklich diesen Adventure Mode nutzen müssen. Weil es ist schon eine recht coole Funktion, muss ich schon sagen. 1, 2, hier. Ja, und was gab's denn noch? In dem. Oh, das war jetzt falsch. Ja, ich sehe es, dass es ein bisschen leckt mit den Steinen setzen, aber das ist mir jetzt mal Hupe. Vielleicht sieht man das ja später beim Rendern nicht. Ich werde es auf jeden Fall erstmal testrendern. Ich hatte ja auch schon eine Testaufnahme hochgeladen bei mir auf beiden Kanälen. Auf dem Hauptkanal und auf dem Kanal hier. Und jetzt so, auch wenn es nur so eine kleine Aufnahme war, es sah recht gut aus, deswegen habe ich mir gedacht, ja, benutzt mal den Ether-Mod. 1, 2, so. Auch wenn es jetzt wirklich nicht so viele Frames sind, wo, mit denen ich aufnehme. Hey, dunkel, weg, Angst, Monster spawnen können. Nee, das passt nicht, der muss dahin. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, Testaufnahmen. Also ich habe jetzt kein Feedback dazu bekommen, aber das war mir dann eigentlich auch egal. Weil ich habe gedacht, mir gefällt's. Es sieht eigentlich nicht mal schlecht aus, deswegen nehme ich es mal. Und von dem her war mir das eigentlich auch egal, was andere Leute denken, weil meine Meinung ist mir wichtig. Eigentlich natürlich auch eure Meinung, aber so fürs Gameplay finde ich das schon recht cool. Halt vom Aussehen her hat es halt schon was. Und es macht halt dann auch Spaß, wenn es ein bisschen schöner aussieht als Minecraft-Spielen. Und ja, es ist ein nettes Feature. Jetzt, ich werde es mal schauen, wie das so die nächsten paar Folgen geht. Ob das überhaupt, ja, großartig was bringt oder nicht. Oder wie es dann einfach aussieht. Ah, hier ist eine Höhle. Komm, dann machen wir das einfach. Ich ruck das hier mal weg. Und dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Nichts. Ist ja auch nicht schlecht. So. Dann machen wir das hier zu. Lassen da mal das Licht an, dass da nichts spawnen kann und das ärgert. Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, da ist noch Eisen, habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Eisen geholt. So. Die Fackel kommt weg. So. Spitzhacke.
Faden verloren. Aber ich bin jetzt dann auch noch echt gespannt, was so jetzt in der nächsten Version von Minecraft dann rauskommt oder ja, was da alles kommen wird. Sand. Nochmal Sand. Ja, ich bin hier ein bisschen unter Wasser. Das wissen wir ja aus den letzten Aufnahmen, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt, weil die noch nicht freigeschalten sind.